Grüezi zusammen und herzlich willkommen bei der Fujifilm Schweiz. Mein Name ist Hans-Peter Gass und auf dem Tisch habe ich zwei sehr begehrte Kameramodelle, und zwar die X100 6 sowie die X-T50. Ja, Moment, bevor das dir jetzt sagt, ja, aber dort drauf liegt ja die X106, wo ist denn meine? Fujifilm ist dran an der X106, hat hier auch mehrere Produktionsstrassen und die eine Kamera tut die andere in dem Sinn nicht stören bei der Produktion, sondern das sind separate Produktionsstrassen. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Was sind die Unterschiede zwischen der X106 und der X-T50? Beide Kameras sind sehr klein, sehr kompakt und weisen das gleiche Innenleben. Das heisst, sie haben beide den gleichen Sensor, den gleichen Prozessor und generell auch den gleichen IBIS, was bedeutet, es ist die gleiche Bildstabilisation. Beide Kameras kommen nur mit einem SD-Kartenslot aus und verfügen auch über die gleiche Batterie, respektive den gleichen Akku. Rein vom LCD kommen auch beide mit dem gleichen LCD aus. Es ist beides schwenkbar, sodass ihr auch aus der Hüfte raus fotografieren könnt. Das geht mit beiden Modellen. Die X106 ist eine sogenannte Kompaktkamera. Das heisst, bei diesem Kamerabody kann man das Objektiv nicht entfernen. Es ist ein Fixobjektiv, 23 mm, äquivalent 35 im Kleinbild. Während wir bei der X-T50 von einem Wechselsystem reden. Was heisst das genau? Bei der X-T50 kann ich das Objektiv entfernen. Ich kann das kleine Pancake 27 mm, äquivalent 40 mm im Kleinbild adaptieren, bis aber zum sehr grossen XF 150 bis 600 mm. Und ihr seht dann, wenn ich das Objektiv an die X-T50 tue, bleibt es immer noch sehr kompakt, denn die Kamera ist um einiges kleiner als das Objektiv. Beide Kameras sind mit einem APS-C-Sensor von der X-Trans-Technologie ausgestattet. Das heisst, die schönen Fujifilm-Farben, die ihr so liebt, die kommen bei beiden Kameras als Resultat über. Es sind auch alle Filmsimulationen, die ihr bei der X106 habt, könnt ihr auch bei der X-T50 nachstellen. Wenn ich jetzt schon über Filmsimulationen rede, die X-T50 hat neu ein dediziertes Rad, wo ihr mechanisch die Filmsimulation, die ihr wünscht, könnt einstellen könnt. Das hat die X106 nicht, dort müsst ihr sie im Menü holen. Dennoch sind beide mit dem traditionellen Bedienkonzept, also das heisst Zeit auf einem Rad, ausgestattet. Die X106 hat noch die Möglichkeit, dass ihr den ISO auch über ein Rad könnt, definieren könnt. Während bei der X-T50 das über das Menü muss geschehen. Beide Kameras haben einen integrierten Blitz. Bei der X106 sehen wir hier vorne ist ein schöner Aufhellblitz, während wir bei der X-T50 einen grösseren Pop-up-Blitz haben. Der Pop-up-Blitz gibt euch etwas mehr Lichtleistung, sodass ihr dann auch einen Raum relativ gut ausleuchten könnt, während der von der X106 wirklich mehr als Aufhellblitz gedacht ist. Beide Kameras sind schon in einer fortgeschrittenen Generation. Das heisst, die X106 in ihrer 6. Generation, wie es der Name sagt, und die X-T50 in ihrer 4. Generation. Denn es hat nie eine X-T40 gegeben. Sie ist aber nicht Nachfolgerin von der X-T30. Nein, sie ist im Prinzip die kleine Schwester oder der kleine Bruder von der X-T5. Das ist so, sagen die ausgewachsene Kamera, also der Kamerabody von diesen traditionelle bediente Kameras. Jetzt, welche Kamera ist die richtige für euch? Das ist eine schwierige Frage, denn beide sind sehr klein und sehr kompakt. Wenn ihr eine Kamera sucht, die ihr immer dabei könnt haben und immer ready sind zum Fotografieren, dann sind es beide. Möchtet ihr eine Kamera haben, die ihr nur Kamera habt und ihr müsst euch um nichts mehr darum kümmern, dann ist es die X106. Wenn ihr aber Möglichkeiten habt, um viele Objektive zu adaptieren, wie einzelne, die hier hinter mir dargestellt sind, dann ist die X-T50 die richtige Wahl für euch. Ich hoffe, wir haben euch hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können und verabschiedet uns. Besten Dank.